Han Jingjing ist auf der Suche nach ihrem Kind. Sie glaubt, dass ihr Sohn Mu Chen an Menschenhändler verkauft wurde. Von den chinesischen Behörden bekommt sie keine Hilfe. Im Gegenteil, sie versuchen offenbar den Fall zu vertuschen. Ich habe 3 Jahre nach ihm gesucht. Gebt ihn mir zurück. Immer wieder verschwinden Kinder in China spurlos. Die Chancen, sie wiederzufinden, sind gering. Mit ihrem jüngeren Sohn Ye Chen lebt Tan Jingjing in der Nähe von Peking. Sie hat sich vor 3 Jahren scheiden lassen. Ye Chen wurde nach ihrer Scheidung geboren. Sein älterer Bruder Mu Chen blieb beim Vater. Vor Gericht erstritt sie das Sorgerecht. Doch als sie Mu Chen abholen wollte, war er nicht mehr da. Mein Ex-Mann hat mir gedroht. Wenn du mich anzeigst, werde ich den Kleinen entführen. Dann wirst du auch ihn ein Leben lang nicht mehr sehen. Seitdem habe ich 2 Aufgaben. Den Kleinen beschützen und den Großen finden. Jeden Tag habe ich große Angst. Tan Jingjing ist überzeugt, ihr Ex-Mann hat das Kind verkauft. In China verschwinden jedes Jahr zehntausende Kinder. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Sie hat vor Gericht geklagt und bei der Polizei Anzeige erstattet. Immer wieder geht sie ihre Unterlagen durch. Alle ihre Anträge wurden zurückgewiesen. Jedes Mal, wenn der Winter kommt, ist die Angst besonders groß. Ich denke, vielleicht ist er jetzt irgendwo da draußen. Ich stelle mir vor, dass er bei Leuten lebt, die ihn schlecht behandeln, dass er unerträglich leidet. Ich bin hilflos. Ich kann nichts für ihn tun. Doch jetzt hat sie einen kleinen Erfolg erzielt. Ein Beamter hat ihr die Adresse verraten, wo das Kind sich jetzt aufhalten soll. Tan Jingjing macht sich auf den Weg. Natürlich bin ich nervös. Ich bin ganz aufgeregt. Aber ich bin auch froh, dass es weitergeht. Ich weiß, dass er lebt und ich kann ihn finden. Das gibt mir Hoffnung und macht mich glücklich. Tan Jingjing hat eine weite Reise vor sich. Und sie muss vorsichtig sein. Der Staat hat unbequeme Personen wie sie im Visier. Auch wenn sie es nicht beweisen kann, sie glaubt, korrupte Beamte seien in das Verschwinden ihres Sohnes verstrickt. Sie steigt auf halber Strecke aus. Ye Chen lässt sie zur Sicherheit bei ihrer Schwester. Weiter geht's im Auto, denn in Zügen und Bussen wird der Personalausweis erfasst. Tan Jingjing fürchtet, dass sie von den Sicherheitsbehörden abgefangen wird, bevor sie ihr Ziel erreicht. Ich habe mich älter geschminkt. Ich hoffe, dass sie mich da nicht erkennen. Um sich zu tarnen, lässt sie sich auch eine neue Frisur schneiden. Schließlich erreicht sie das Dorf. Sie kennt zwar die Hausnummer, doch in den meisten Häusern fehlen die Schilder. Nach dem Weg zu fragen, traut sie sich nicht. Denn sie hat Angst, dass ihr Sohn sonst weggebracht wird. Dieses Dorf ist sehr groß. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Der Kindergarten des Dorfes. Tan Jingjing fragt vorsichtig bei der Betreuerin nach den Kindern im Dorf.
Keins der Kinder sieht meinem Sohn ähnlich. Wissen Sie, wo Nummer 123 ist? Nein? Na, dann gehe ich mal weiter. Am nächsten Morgen will sie es bei der lokalen Polizei versuchen. Vielleicht sind die Behörden hier hilfsbereiter. Dass Kinder in China verschwinden, ist keine Seltenheit. Schlimmstenfalls enden sie als Arbeitssklaven oder werden zum Betteln gezwungen. Davor hat Tan Xingjing am meisten Angst. Nur ein Bruchteil der Fälle wird aufgedeckt. Immerhin, die Beamten nehmen sich Zeit, ihren Fall anzuhören, und sie versprechen, noch am gleichen Tag nach dem Kind zu suchen. Ich bin so glücklich. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich Gerechtigkeit erfahre. Schon bald werde ich meinen Sohn wiedersehen. Ich bin so dankbar. Tan Xingjing hat ihr Dorf mit 16 verlassen und seitdem als Kellnerin gearbeitet. Doch seit sie auf der Suche nach ihrem Sohn ist, kann sie kaum einer geregelten Arbeit nachgehen. Ihr Traum, ein eigenes Restaurant aufmachen, sobald sie ihren Sohn wieder hat. Am nächsten Tag bestellt die Polizei sie wieder ein. Tan Xingjing hofft, dass sie dann schon ihren Sohn wiedersehen wird. Ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Er hat mich seit 3 Jahren nicht gesehen, kennt mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst davor und ich bin sehr nervös. Kurz darauf ist sie wieder zurück, ohne Kind. Die Beamten haben ihr lediglich Blut für einen Gentest abgenommen. Sie haben mir gesagt, ich hätte mich nicht an den richtigen Verfahrensweg gehalten. Ich habe doch alles versucht, mich an jede Stelle gewandt, die es gibt. Was ist denn richtig? Ich habe es mit einem Anwalt versucht, ohne Erfolg. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nur, dass ich mein Kind finden will. Ich bin doch nur ein Mädchen vom Land. Ein paar Monate später. Die Behörden haben endlich bestätigt, dass Tan Xingjings Sohn dort lebt, wo sie nach ihm gesucht hat. Sehen darf sie ihn nicht, denn er gilt inzwischen offiziell als adoptiert. Ich weiß nicht, ob ich ihn finden kann. Nur, dass mein Sohn in diesem Dorf lebt. Ich muss dahin und ihn finden. Das ist das Einzige, was ich jetzt tun kann. Tan Xingjing weiß jetzt, dass Mu Chen in einer Familie lebt, die keinen eigenen Sohn hat. Auf dem Land ist es für viele Eltern wichtig, einen Jungen zu haben, der sie im Alter versorgen soll. Die Folge? Ein regelrechter Schwarzmarkt für den Menschenhandel mit Jungen. Seit wir die Stadt verlassen haben, werden wir verfolgt. Die ganze Zeit ist jemand hinter uns her. Kennt jemand dieses Kind? Sieh dort, Sie kennen ihn. Das sehe ich doch. Sie haben ihn gesehen. Wie alt ist er? 5 Jahre. Nie gesehen.
Wo soll er sein? Mit ihrem Charme kommt Tan Xingxing nicht weiter. Ihre Verzweiflung wächst. Drei Jahre habe ich nach ihm gesucht. Dieses Kind ist mein Kind. Es wurde in euer Dorf verkauft. Drei Jahre. Ich will mein Kind zurück. Was ist mit dem Bürgermeister? Bürgermeister, komm raus! In euer Dorf wurde ein Kind verkauft. Es wurde hier ins Familienbuch eingetragen. Es geht hier in den Kindergarten. Wie kann das sein? Wer wurde dafür bezahlt? Woher hat diese Familie das Geld? Wen hat sie dafür bestochen? Verflucht sollt ihr sein und der Tag eurer Geburt. Verbrecher, niemand wird euch retten. Asoziale Gauner. Es ist ein weiterer Rückschlag im Kampf um ihren Sohn und gegen das System der Vertuschung. Doch sie will weiterkämpfen, bis sie ihren Sohn zurück hat.